Hab ich noch? Ich habe keine Keycrystals. Da habe ich alles gemacht, was ich haben wollte. Ich nutze das da. Stimmt, es geht. Ha. Gut, die Waffe ist offiziell wieder cool. Weil dann kann ich zum Beispiel Dänchen. Ach, ich habe gar keine Armor. Dämchen noch so geben und alles zerspringen. Denn. Oh, das ist schön. Einfach alles detonieren lassen. Ich bin ein glücklicher Mensch, wenn es um Explosionen geht. Und Michael Bay auch. Hatten wir gerade eben schon. Oh. Ach so, danke für die Info. Oh, da muss ich meine neue Waffe probieren. Und ich muss den, glaube ich, ein bisschen spammen. Kann ich gar nicht anders. 4 und Shimmerdings! Ich würde mal sagen, ich stelle mich einfach in die Mitte von dem, weil dann kann ich ihm ein bisschen Schaden hinzufügen und nebenbei die ganzen Korpses erledigen, die mich nerven. Und mit einem Sprung. Oh Gott. Das ist eine Barriere, die macht Schaden, alles klar. Merke ich mir. Kriege ich eigentlich Karma dafür, dass ich die Viecher noch umbringe? Ich glaube nicht, oder? Muss mal gucken, ob es mir noch Karma hinzufügt. Nein, das ist nur extra Punkte, aber kein Karma. Gut, dann müssen wir auf ihren großen Anführer gehen. Doch, es gibt uns Karma. Ich könnte hier farmen. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich muss vermutlich erstmal alle mit der schönen Seele hier kaputt machen. Dann kann ich wieder spammen. Einmal den hier machen. Und einmal wieder ihn und seine Gefährten umbringen. Wieder rausdodgen. Und hoffen, dass er bald sein Ableben hat. Und aber ich würde mal sagen, einfach eine seiner Beine einhacken wir auch ganz nett. So. Wieder dasselbe. Außerdem schmeißen wir kurz noch alle um. Die nichts damit zu tun haben. Hacken ihn noch einmal ordentlich in den Schädel rein. Und mehr Explosives. Der hält echt ordentlich aus. Und er hat wieder seine Sphäre. Okay, das heißt. Also einen kleinen Gefährten hier zerstören. Ich schätze mal nicht auf einmal. Und er ist wieder down. Bam! Sehr schön. Ich möchte aber noch irgendwas abhacken. Ich meine, wenn ich schon Bossgegner zerstöre. Nette Verstümmelung. Wenn ich schon einen Bossgegner zerstöre, möchte ich bitte auch seinen ganzen restlichen Körper zerstören dürfen. Kopf ist ab, das freut mich. So. Wir gehen ja nicht, haben uns, glaube ich, irgendwann mal über dich unterhalten und wir dachten uns so. Er hat es nicht gemerkt, als er damals irgendwann einmal gestreamt hat, ich gehe mal Gini, ist echt da einem Mensch aufgefallen, der deinen Namen hat? Heavy. Naja, der hieß einer Philipp Exxon. Was? Wieso machen Leute das? War einfach nur überrascht zu dem Zeitpunkt. Ich fand's lustig. Ich fand's aber auch gleichzeitig genauso awkward, weil. Ah, erinnert mich, da hatte irgendwer Tardis Profilbild von der Weile genutzt, weil er Tardi mochte. Und ich mir dachte, hey, du kannst nicht einfach Tardis fucking Profilbild nutzen. Irgendwas auf A war der Name. Anathesus, ich weiß es echt nicht mehr. Ist auch zu lang her. Ist da nicht der Tempel hier vorne selbst abgeschlossen? Nein, ist offen. Dann schaue ich mich echt erst um. In der Hoffnung, es Secrets zu finden. Bevor es da drin mit der Story vermutlich weitergeht, wenn ich schon in den Tempel rein muss. Dirty Rain, hallo! So. Ja! Ein wenig Chill. Ein wenig Karma. Ich wechsle immer Keycrystal mit Karma, ich weiß auch nicht wieso. Das ist genauso wie Spice und Sniper früher bei Team Fortress bei mir. Ich kann's einfach nicht. Ich bin einfach ein Vollidiot bei solchen Dingen. Und wir werden vermutlich irgendwas bekommen, irgendwas aufheben. Schlüssel höchstwahrscheinlich. Ja, Schlüssel und danach werden wir Medicus United im Tempo. Ja. Na gut. Dann erstmal ein Cookie. Copyright Flying White Fortune Cookie Cup. Okay, dann schleppen wir die Schlüssel auf. Da vorne ist nämlich ein Seal. Und hören schon die ersten Viecher spawnen. Hier ist nicht zu viel irgendwas in den Paketen, oder? Na, nada. Alles klar. Dann, Fenster kaputt machen. Und raus hier. Ich bin bereit, lieber Dämon. Ich bin bereit. Und was ich damit meine, ist, lass mich bitte in Ruhe. Und gib mir, schick mir vor Karma-Punkte. Ich habe absolut nichts dagegen. Nein? Absolut niemand? 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 Dann mache ich hier kurz die Tür auf. Nein? Okay. Ich habe Angst.
Ah, das wird ein langes Level. Ich sehe es schon kommen. Das ist ungefähr Dead Space Level von Todstellen. Man leuchtet sogar noch rot. Man weiß. Man sagt auf der ganzen Welt, dass man feindlich gesinnt ist und naja, ne? Steht plötzlich auf und wird plötzlich das Leist. Hättest du dich nur wehren können, mein Lieber. Aber nein, jemand hat dich auf den Boden gelegt. Beschwer dich bei den Developern. Irgendwas mussten sie dir antun. Schauen wir uns ein wenig um. Kennst du eigentlich Weinsauce, Tarchen? Just curious. Ich möchte nochmal einen Metalhasen haben, wenn ich ehrlich bin. Er hat mich zwar fast zerstört, aber... Das war keine Einladung, aber gut. Metalhase, kein Problem. Ich habe die ganze Zeit die falsche Maustaste gedrückt, aber gut. So, folgt mir eine gerade Linie und hör auf dich zu porten, das ist Cheaten. Egal was du machst, ist mir egal, aber porten ist echt uncool. Ich werde mich auf ewig mit diesem Hasen anlegen. Perfekt. Ich find's einfach awesome. Ich find's aber immer wieder awesome. So, was wollte ich eigentlich hier hinten haben? Naja, Merknis. Ach doch, hier ein Secret. Es wird viele Secrets auf dem Level geben. Oh, vermutlich noch eine Stunde oder so. Also ich mache das Level, je nachdem wie lange die Zeit dann noch reicht, dann wird noch eins so durchlastet. Mal schauen. I take that one. Take that one. I'll continue with this hit. And I'll just take everything inside of here and be happy. Don't worry. Be happy. So. Viel zu gibt es hier aber auf dem Floor nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und hoffen nicht, dass uns dann die Dämonen hier erwarten. Nope, alles klar. Dann machen wir die Türchenden auf. Ich habe auch jetzt schon das Gefühl, ich werde wahrscheinlich irgendwann mal eine Tür verpassen. Na gut. Auch nur Loot. Klammern nur. Loot ist cool. Und Kekse. Information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. Alles klar. Das hat sich sehr schnell entwickelt. Gut. Dann Türen war ich in der, glaube ich, keine. Wir können uns das also wieder runter. Und schauen, wie es hier weitergeht. Ja. So. Mehr Türen, bitte. Prinzessin Peach kann jedem scheißegal sein. Ich habe meine Prinzessin Zelda und bin glücklich. So. Da hinten ist eine Tür. Das ist die erste, die wir öffnen. Ich habe jetzt eigentlich richtig viel Stamina, oder? Ja. Ich kann einfach 5, 6 Mal. Oh, das ist so schön. Dafür habe ich das aufgelevelt. Einfach nur dafür. Mehr Secrets? Das sind keine Secrets, wenn sie in der Tür versteckt sind. Und ich mir keine Mühe machen muss, sie zu finden. Ich wollte prinzipiell reinlaufen. Man kann aber bei jedem Secret sagen, dass man einfach mal reinlaufen wollte. Aber ich würde das jetzt nicht Secret nennen. Ich würde aber sagen, hey, das ist Standard. Es muss da sein. Aber gut, ich bin glücklich. Ich beschwere mich nicht. Nur ein bisschen. Das wird jetzt aber, glaube ich, echt so eine Suchreihe, also wo ich einfach nur rumspringe, durch die Gegend charge und gucke, was ich finde, was ich aufreißen kann mit meinem neuen Schlüssel. Bis ich da mal alles finde. Ich bin zurückgerannt. Ich bin eine besondere Form von Vollidiot. So, links waren wir. Dann welche hier awkward sounds. Hier war absolut gar nichts. Dann, wie geht's weiter? Hier hatte ich auch links, glaube ich, eine verschlossene Tür, aber auf jeden Fall hinter mir. Und auf jeden Fall weiß ich, dass ich noch kein einziges dieser Zeichen gefunden habe, die ich suchen musste. Lass mich schlecht fühlen. Bestimmt muss ich eigentlich nur nach vorne. Noch mehr Secrets! Ich muss wahrscheinlich... Es ist wahrscheinlich einfach auf der entgegengesetzten Seite. Aber ich laufe hier einfach prinzipiell viel rum. Wie komme ich da rein? Kann ich nicht einfach irgendwo raushüpfen? Soll ich einfach hier alles sagen, gucken, dass ich rauskomme? Oder was weiß ich hier, das
Fenster zu hauen, maybe. Ist hier echt keine andere Möglichkeit oder? Weil mich fragt mich, weil da drüben sind diese Kristalle, die ich unbedingt haben möchte. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich ordentlich da reinkomme. Und das hier lässt sich offensichtlich nicht das leisten. Nope. Wegkicken kann ich dich auch nicht. Ich sehe nichts dahinter. Also nichts, wo ich mich irgendwie durchducken müsste oder so ein Kram. Ich finde mich in das Haus da. Der einzige Weg, den ich gerade sehe. Obwohl, sehe ich hier irgendwie was, was ich hier freispringen könnte? Ich sehe das Ding da hinten, aber das wird wahrscheinlich nichts Wichtiges. Ja, das wird ein Licht sein. Ah. Das macht auf jeden Fall ordentlich Feuer, aber ansonsten. Ja, lad ruhig nach. Ha? Oh, die Pfeile bleiben da vorne hängen. Pardon me, right? So, sehe ich vielleicht sonst noch irgendwas? Prinzipiell, wir sind Mr. 2 Million Dollars, Mr. Wang. Und mussten Schwert abholen, auf dem Weg dorthin hat es dem Besitzer nicht so ganz geklappt, dass wir ganz gepasst, dass wir Schwert abholen wollten. Wollen sie jetzt auf, wir haben quasi jetzt dieses super tolle heilige Katana zurückzuholen. Und schnellst uns auf dem Weg durch Dämonen und alles drum und dran, weil fuck Stories. Hat wahrscheinlich eine ziemlich ordentliche Story, aber ich habe nicht aufgepasst. Just kidding. Wird sich alles mit der Zeit klären quasi. Kann ich nicht einfach irgendwie durch die Tür durchspringen? Ich möchte mich echt wissen, wie ich an die Kikriste rankomme, ich möchte da jetzt einfach nicht links liegen lassen. I feel bad about it. Naja. Schauen wir mal. Wenn ich am Ende dran stehe, dass ich keinen Kikristall gefunden habe, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall hart gefailt habe. Aber ansonsten müsste es eigentlich keine weiteren Schlösser geben, also ab nach vorne. Ich muss Dinge in die Luft sprengen. So. Macht die Bewertung zwar nur schlecht, aber es muss was sein. So, ich nehme hier kurz noch einen Schluck von meiner Bruderkina. So. Und wir schauen uns weiter rum. Also, Shadow Warrior zusammengefasst ist einfach nur, hey, wir hacken und slicen uns quer durch Demons durch und haben unseren Spaß. Mehr ist da nicht. Außer, dass es halt brutal viel Spaß macht. Ehrlich, das ist einfach lustig. Wenn man selber spielt. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Ja, Prinzessin. Prinzessin Peach kann es allen egal sein. So, the Shadow Realm. Is that hell? No more than this place is. It's just different. But it's full of demons. Yes, but this place is full of. Jedem Design übel. Ich hab gemeint, Prinzessin Peach kann jedem egal sein, weil ich meine Prinzessin Zelda hab. So. Ich hab ja Money. Ist hier noch mehr Money? Nee. Money brauchen wir übrigens, um unsere Waffen aufzuwerten, also unsere normalen Schusswaffen, von denen wir hier 3 Stück bisher haben. Fürs Katana gibt es später, glaube ich, auch Upgrades. Ich weiß es nicht. Ich kenn mich, also ich habe noch nicht so weit gespielt. Und ich würde sagen, wir laufen hier mal runter. Gucken, was sich finden lässt. Außer ein geschlossenes Portal. Das ist übrigens das härteste Rätsel. Ich komme hier nicht durch. Da komme ich durch. Jetzt kommt. Da komme ich nicht durch. Da ist die Lösung. Ich frage mich echt, wie ich das lösen werde. Kann ich das eigentlich normal zu hacken? Oder muss ich unbedingt eine coole Taktik verwenden? Also eine meiner coolen Fähigkeiten. Ja, ich muss den Charge verwenden, ganz klar. Das wird kein Problem sein, Wang. Unser Charakter heißt übrigens Wang. No Wang. Ich werde den Stream vermutlich morgen hochladen, also den gestrigen. Dann könnt ihr da reinschalten und euch erklären, was passiert.